Und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Es regnet, deswegen brauchen wir unsere Sprinkler heute eigentlich nicht. Trotzdem möchte ich ganz gerne noch welche herstellen. Denn, da brauche ich Eisenbahn für. Denn die werden mir ganz erheblich weiterhelfen im weiteren Spielverlauf. Und wir könnten heute wirklich in die Höhlen gehen. Die Gießkanne brauche ich nicht. Die Spitzhacke brauche ich auch nicht. Die Hake brauche ich eventuell für, na ihr wisst es, oder? Fimi! Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe mit den Würmern wahrscheinlich gerade wieder irgendwie diesen Disput und habe es nicht gemerkt. So, ich sortiere mir das schon mal vor. Oh, es regnet. Dann lasse ich meine Hühner heute mal drin. Ich glaube, die gehen dann eh nicht raus, aber sicher ist sicher. Hier läuft alles gut. Auch mit den Sprenglern läuft alles gut. Dann bringe ich hier auch schon mal den nächsten an. So. Hä? Zack. Wunderbar. Kann ich irgendwas ernten? Nee. Also, die meisten Sachen brauchen ja minimal 4 Tage. Alles gut, ganz entspannt. Ich fühle mich total wohl. Mal gucken, ob ich heute in den Höhlen irgendwas auf die Reihe kriege. Wäre schon nicht schlecht. Da ist eine Pflaume. Da ist ein Schild, da bin ich dagegen gelaufen. Habe ich gut gemacht. Ganz toll. Oh, lecker. Ja, die bringen uns schon mal ein bisschen Energy. Das ist auch gut. Viel Geld haben wir jetzt nicht mehr, weil ich alles für Gold ausgegeben habe, aber das wird uns die nächsten Tage massiv helfen. Das nicht. Da habe ich mich gerade voll eingenässt. Richtig hart. Nee, nee, nee. Elliot hat Geburtstag. Was können wir denn Elliot mal schenken? Was will Elliot denn für Geschenke haben? Also damit bin ich jetzt... Ich habe Elliot ja schon so viel geschenkt. Elliot, Stardew Valley, dass ich jetzt echt mal ins Wiki gucken möchte. Es gab doch dieses spoilerfreie Dingsbums, irgendwas, was Tipps gegeben hat oder so. Ich finde nix. Also nicht im Spoiler-Free ist nix, was irgendein. Ja, vielleicht kann ich ihm eine Muschel schenken. Das wäre doch auch mal was. Forellenbarsch, eher weniger. Das ist noch zu. Ich meine, der ist doch so viel am Meer und mag er doch bestimmt Meeressachen. Eine schöne Muschel. Also ich würde mich über eine schöne Muschel freuen. Ich kann ihm auch was Selbstgeerntetes geben oder so, aber... Er ist ein schwieriger Charakter. Sind die Wimme? Wenn ich hier irgendwie eine besondere Muschel finde, kann ich das ja mal machen. Wimmel! Oh Gott, mach das bitte nicht. Okay, lass es einfach. Die ist nicht besonders. Da ist wieder der Dude, der seinen mysteriösen Ring verkauft. Ich glaube dir nicht. Oh, da haben wir eine goldene Koralle. Das ist ein schönes Geschenk. Also ich würde mich zumindest darüber freuen. Oh Gott, diese Geräusche. Eine besondere Koralle wäre was. Aber ich weiß sowieso jetzt nicht. Also der war später im Museum dann. Bedeutet, wir sollten dann auch ins Museum gehen. Aber ich würde echt gerne... Ich würde echt fortgehen. Was habe ich im Inventar? Kann ich hier irgendwas anderes? Ich würde echt gerne ihm das vorher einfach geben. Weil... Oh Gott! Ich ja in die Minen möchte. Oh, das ist so blöd gerade. Das ist blöd. Ich würde gerne echt in die Minen gehen, aber dann kann ich nicht so lange, weil ich Elliot noch ein Geschenk geben möchte. Also ich muss ihm kein Geschenk geben, aber das würde halt ihm was bedeuten. Das wäre schon schön und so. Fimi! Fimi! Fimi, Fimi, Fimi! Ein rostiger Löffel? Das ist ein Artefakt. Das ist interessant. Okay, das bedeutet, ich könnte noch zum Museum gehen. Vorher. Ah, oh Gott! Oh, so viele Bären. Cool. Und könnte im Museum den Löffel abgeben? Ich könnte im Museum den Löffel abgeben. Oh boy. Hundi! Oh Gott. Der fühlt sich, glaube ich, nicht wohl da.
Ich würde mich jedenfalls nicht wohlfühlen in so einem Zwinger. Kann man den irgendwie befreien? Ja, und dann gucken wir mal. Elliot war doch auch auf dem Weg zum Museum. Ich werde reingehen. Ich brauche einen Moment Ruhe. Na dann, komm doch mit. Achso, sie kommt später rein, aber sie braucht jetzt gerade einen Moment Ruhe. Na gut, dann spenden wir dem Museum mal einen Löffel. Ich gebe meinen Löffel ab. Oh Gott, ich bin so peinlich. Belohnung abholen. Ein Bild. Cool. Und hier gibt es ein neues Buch. Noch cooler. Tagebuch eines alten Bauern. Ich bin hier jetzt schon seit einem ganzen Jahr und habe mich mit den Einheimischen angefreundet. Fühlt sich ziemlich gut an. Und sie senden mir Geschenke und Familienrezepte per Post. Das ist ganz schön hilfreich. Oh, das kommt mir bekannt vor. Womit habe ich das geschrieben? Oder es war von meinem Großvater. Das kann auch sein. War das nicht irgendwie so, dass er um 11 Uhr das letzte Mal irgendwie so einkaufen war? Nee, es war 12. Hey, nee, wann war er nochmal einkaufen und unterwegs? Keine Ahnung. Kann ich jetzt in die Wohnung? Hallo. Oh, wir sind gut genug befreundet. Honey, komm rein. Willkommen in meiner bescheidenen nun Hütte. Das ist mein Schreibtisch. Ich verbringe hier die meiste Zeit. Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich schon immer Schriftsteller werden. Habe ich dir das je erzählt? Aus diesem Grund lebe ich hier alleine. Ich dachte, ein einsames Leben würde mir helfen, mich auf meine literarische Inspiration zu konzentrieren. Zu Hause hat jeder gesagt, dass ich verrückt wäre, dass ich es nie als Schriftsteller schaffen werde. Kannst du das glauben? Sie sagten, auf jeden erfolgreichen Schriftsteller kommen tausend, die kläglich versagen. So eine Schwarzseherei, schrecklich. Ich kann es in deinen Augen sehen. Du glaubst an mich, Honey. Du hast dieses Funkeln. Wie inspirierend. Genau danach habe ich gesucht. Eine Frage. Was für Bücher magst du so, Honey? Krimis, liebes Romane, Sci-Fi. Ich mag Sci-Fi. Das hätte ich nie gedacht. Ich schätze, selbst Menschen mit den bodenständigsten Berufen haben ihren Kopf manchmal in den Sternen. Ich werde das im Kopf behalten. Alles klar, genug über mich geredet. Aber du hast heute Geburtstag. Du weißt vermutlich eine ganze Menge über Pflanzen, oder nicht? Könntest du dir vielleicht diese Rose hier ansehen? Ich fürchte, ihr geht es nicht sonderlich gut. Habe ich jetzt eine Rose gekriegt? Habe ich mich um die Rose gekümmert? Habe ich irgendwas? Jetzt fühle ich mich voll schlecht, dass ich ihm einfach so eine Koralle schenke. Happy Birthday! Oh, ein Geburtstagsgeschenk, danke. Die glitzert im Dunkeln. Danke, dass du mit mir geredet hast. Ich werde über deine Worte nachdenken. Die glitzert und so, die glitzert ganz toll. Kann ich Klavier spielen? Nein. Scheint, als würde Elliot versuchen, einen Bonsai-Baum wachsen zu lassen. Sieht bisher cool aus. Ein Buch. Leeres Buch. Ach so, da arbeitet er dran. Schön, dass du so viele Pflanzen hast. Okay, tschüss, Elliot. Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da konnten wir Elliot zu Hause antreffen. Dann können wir jetzt immer noch... Ah, es hat gedonnert. In die Minen gehen. Auch wenn mein Inventar voll ist wie Sau. Wir können zumindest kurzzeitig in die Minen gehen. Vorübergehend. Einen Moment, einen Augenblick lang. Nicht lange. Okay, wahrscheinlich werde ich wieder ohnmächtig. Wobei, nee, dann kriege ich das mit dem Gießen nicht hin. Oh Mann, dieses Spiel setzt mich unter Druck. Hallo, ich bin Kermit der Frosch von der Sesamstraße. Entschuldigung. Klang das eigentlich wie Kermit? Nee, ne, nicht wirklich. So, Venusmuschel, Herzmuschel, das. Den Lehm packe ich gerade auch mal da rein. Das. Zack. Moment, das Bild hängen wir auf. Ist das irgendwo hier so? Das Bild kommt zum Gemüse. Oh Mann. Und ich muss hier raus und da lang, um dahin zu kommen. Das habe ich mir nicht gut ausgedacht. Ich habe eine Pflaume. Wenn der Blitz einschlägt, dann... Das klang als... Moment, das klang... Was ist gerade passiert? Das klang nicht gesund. Hat mich der Blitz getroffen? Hat der Blitz in meine Pflaume eingeschlagen? Schande, noch eins. Ich brauche mehr von diesem Quarz, um so einen Blitzableiter zu machen.
Wir gehen jetzt kurz in die Mine, um uns das neue Gebiet anzugucken, denn ich bin neugierig. Linus ist auch wieder zu Hause und chillt. Eine Haselnuss. Geil, wenn ich die esse, schwelle ich an und sterbe. Boah, so ein unterschwelliger Donner ist halt schon hart. Leg sie weg hier. La la la, Raptido 70. Das ist ein Skelett. Oh mein Gott, das ist ein Skelett. OMG, ist ein Skelett. Aua, es macht mir Schaden. Es ist ein starkes Skelett. Es ist ein viel zu starkes Skelett. Und ich habe schon wieder eine scheiß Fledermaus gehört. OMG, AM. Ich meinte Mist. So ein Scheiß. Die gibt es halt einfach überall. Das hört auch nicht auf. Oh nee. Bin ich scharf drauf, mich mit Skeletten zu prügeln, muss ich gestehen. Was ich für Rückstoß habe. Die geben mir auch nicht wirklich was. Pass, ich hab Topas. Nee, ich verpiss mich. Da kommt dann wieder die Masse. Masse macht's nicht. Ja, komm her, du Sau. Ich schlag dich mit meinem Hammer zu Brei. Komm halt hier lang. Okay, muss da denn drum rum? Ich hab einfach mit meinem Hammer immer wieder zu. Die droppen ja nicht mal was. Aua. Schaden machen die auch nicht unerheblich. Diesen Hammer nicht bekommen hätte, würde ich ja echt keine 2 Meter weit kommen. So viel Eisenerz. Okay, nein. Nein, nein, nein. Seine Augen leuchten rot. Das gefällt mir nicht. Oh. Ist es, wenn die rot leuchtende Augen haben, dass man dann manchmal auch irgendwie einen Weg nach unten findet oder sowas? Nee, seine Augen leuchten auch rot. Vergessen wir das. Ich gehe weiter runter. Einfach noch ein bisschen mehr erkunden oder forschen. Der wirft mit seinem Scheißrippen! Der hat einfach seine Rippe geworfen. Ich fass es nicht. Wie so ein Bumerang hat er mir die Rippe einfach um die Ohren geballert. Das war aber schon hart gefährlich. Hier ist sogar ein bisschen Kupfer. Ich nehme so viel Schaden hier, ne? Okay, zack. Hier ist sonst nichts Spannendes, außer so ein paar kleinen Cola-Monstern. Wie habe ich den gerade so krass viel Schaden gemacht? Bin ich denn Superman? Krass. Ich hab mit dem Hammer irgendwie gerade so voll so auf den Boden gehauen. Habe ich da so eine besondere Spezialattacke, die ich noch nicht kenne? Die ich auch noch nie eingesetzt habe? Will ich jetzt mal gerade ausprobieren. Krass, die kannte ich gar nicht. Bin ich stunn. Die ist total neu für mich. Geil. Die ist ja lustig. Und... Boah, wie cool. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hätte nicht lang, hätte lang gehen können, wäre ich geärgert. Ach, dann gehe ich jetzt da durch. Ja, komm schon. Ich muss auf die Uhr achten. Ich muss unbedingt auf die Uhr achten, auch wenn es noch so cool hier ist und noch so spannend. Wir schaffen es immerhin auf die 75. Das ist ja krass. Mit dieser Spezialattacke, die kann ich halt echt noch nicht. Wie gut! Yes! Nice! Ich habe ein neues Spielzeug für mich. Für mich. Ich habe ein neues Spiel. Muss dadurch. Hey, ich dachte, ich mache damit so eine Bereichsattacke, die dann irgendwie den Gegner so voll so wegbamst. Okay, auch nicht. Na gut. Bin ja schon ein Stückchen weitergekommen. Ich glaube nicht, dass ich ja, irgendwie bis zur Stufe 80 schaffe. Da müsste ich schon verdammt viel Glück haben jetzt. Okay, ich habe ein bisschen Glück. Ich gehe einfach mal weiter. Wenn ich schon hier runterkomme... Lol. Wie das einfach noch geblieben ist. Wenn ich schon hier runterkomme, wenn ich schon das Glück habe, kann ich es ja auch versuchen, ne? I can try it. Aber am gewissen Punkt muss ich einfach zurück. Da muss ich einfach den kürzeren ziehen. Oh, weil das nicht so lange dauern würde. Ja. Sag ich ja. Am bestimmten Punkt muss ich dann eventuell zurück, aber... Vielleicht ist mir das Glück ja echt geholt. Hast du mir gerade schon wieder der Rippe an den Kopf hier? Hör mal auf jetzt! Der mich einfach rippen will. Haha, der will mich rippen. Versteht ihr wegen meiner Rippe? Weil er seine Rippe wirft, will er mich rippen. Haha. Ja, ich fand den genauso lame. Ja, dann komm her, du. Das kannst du nicht. Er ist sein Ernst. Das
brechen wir gerade ernsthaft dein Ripp. Das ist doch nicht wahr. Da liegen tolle Sachen. Was bist du? Was ist das? Diamant! Geil! Ich darf mich nicht umbringen lassen. Alter. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich mag Kohle, 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 Kohle so gern. Und die Musik, die ist unheimlich. Die Musik ist die unheimlich. Oh, Wildflaumen bringen ja richtig krass was. Judezeug. Das ist richtig Judezeug. Moment, ich ärgere mich, falls es der ist. Okay, ist auch nicht gut. Es wäre jetzt halt voll traurig gewesen, wenn ich weggehe und hätte alle Steine weggemacht. Und am Ende ist es der. Vielleicht ist da ja oben auch was. Da war ich noch nicht. Nee, ist nix. Da muss ich. Oh, da muss ich wohl Glück haben. Und ich habe Glück. Die Musik. Wie wunderschön. Wieso lasse ich mich von denen so oft treffen? Das ist doch nicht schön. Und zack. Cool, die Zeit friert für den Moment dann immer kurz an. Alter. Scheiß Fledermäuse. Das sind echt mein Nemesis. Oh Mann, lass ich mich nochmal vom Treffen lassen. Das ärgert mich. Ja, ist noch eine Wildflaume, schnell! Oh, Alter. Okay, komm, Attacke! Schnell, mach den Schleim weg! Und jetzt das Skelett! Boah, krass! Bin ich stark, Mann! Okay, jetzt noch den da. Vielleicht habe ich ja Glück und finde ganz schnell den Weg runter oder weg oder überhaupt. Das sieht ja schon wieder so verdächtig nach so einem Labyrinth. Okay, jetzt muss ich nur Glück haben. Und dann habe ich schon auf Ebene 80 geschafft. Das finde ich echt nicht schlecht. Ich frage mich nur, woher ich dieses Albtraummaterial kriege. Was? Oh. Ja, nice. Feuerwandlerstiefel. Das klingt spannend. Man sagt, diese Stiefel könnten selbst dem heißesten Magma widerstehen. Das klingt spannend. Ich bin damit besser verteidigt und habe eine erhöhte Immunität. Okay, ich glaube, hier passiert das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe. Mine verlassen. Ich habe tatsächlich diese Albtraum-Schattenessenz bekommen. Wofür brauchte ich die nochmal? Die brauchte ich hier, oder? Und zwar hier beim Heizraum. Das nicht? Hier. Ja, oh mein Gott, wir können das fast fertigstellen. Das wäre ja eine krasse Ebene. Wie soll ich denn da weiterkommen? Ich glaube, da brauche ich eine bessere Waffe, um voranzukommen. Da muss ich mir echt eine bessere Waffe selbst organisieren. Ja, krass. Was war das denn für ein Tag, bitte? Voll der Hammer. Ja, ich brauche eine bessere Waffe anscheinend, die wesentlich mehr Schaden drückt. Aber ich habe den Albtraum-Essenz bekommen, weil ich gegen die gekämpft habe. Das ist auch schon mal toll. Meine Schuhe sind irgendwie voll krass und so. Keine Ahnung. Voll die krassen Schuhe. Und... Oh, diese Geräusche. Da war auch super viel Gold, das ich mir jetzt natürlich nicht holen konnte. Natürlich unglücklich. Ne? So ist das aber halt. So zerbröselt der Keks nun mal. Und ja, Mann, ich kann morgen so viel machen. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Aber erstmal lege ich mich ins Bett. Mit allem, was ich habe. Einfach ganz schnell rein. Wow, Level Up, Kampfstufe 5. Wähle einen Beruf. Kämpfe. Alle Angriffe verursachen 10% mehr Schaden. Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Ganz ehrlich, ich bin eher der Kundschafter als der Kämpfer. Kritische Treffer. Das ist ja, Crit ist ja 50% mehr und die Chance, dass ich kritte, ist um 50% erhöht. Aber alle Angriffe verursachen mehr Schaden. Weiß ich nicht, ich finde Kundschafter irgendwie interessanter. Geologe. Ein Erz pro Vene. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Plus ein Erz pro Vene. Paaren ist ja auch mehr, aber die bestimmte Wahrscheinlichkeit ärgert mich. Dann nehme ich Minenarbeiter. Ob das jetzt schlau war oder nicht, ist mir egal.